Wir zeigen Ihnen an einigen Beispielen, wie das Rote Wien mit unseren Steuergeldern umgeht. Wir haben ein Recht darauf, zu wissen, welche Projekte von unseren Steuergeldern finanziert werden. Das Ammerlinghaus, hochtrabend auch das Kulturzentrum Spittelberg genannt, ist ein Musterbeispiel für Steuergeldverschwendung durch die SPÖ zugunsten linksextremer Vereine und Organisationen, die äußerst fragwürdige Projekte betreiben. Allein für den Betrieb erhält es im Zeitraum 2007 bis 2010 ca. 1 Million Euro. Eine Forderung über ca. 70.000 Euro steht noch aus und wurde bereits mit Demonstration lautstark vor dem Burgtheater eingefordert. Es bietet ca. 50 Vereinen Unterschlupf, die gerne klingende Namen mit marxistisch, revolutionär, sozialistisch und Widerstand im Namen führen, um ihre progressive Haltung hervorzuheben. Sie sind dem marxistisch-leninistischen Spektrum zuzurechnen und werden auch in den jährlichen Verfassungsschutzberichten angesprochen. Besonders zu erwähnen sind hier die Linkswende, die Liga der sozialistischen Revolution, der Verein Revolution, revolutionäre sozialistische Organisation, sozialistischer Widerstand international, Revolté oder der Rat zur Verteidigung des Kampfes der iranischen Völker. Sie stellen den harten Kern der bekannten Berufsdemonstranten aus dem schwarzen Block dar, die bei Demonstrationen, wenn es etwas wilder zugeht und gewalttätiger wird, aktiv werden. Es sind dies antidemokratische, intolerante Vereine, denen die Wiener und Wienerinnen auch das Verkehrschaos bei den ständigen Demonstrationen verdanken können. Man sieht also, die SPÖ fördert linkslinke und linksradikale Vereine, die durchaus gewaltbereit sind. Die Theorie ist Marx, die Praxis ist Murks, sagt ein bewährtes Sprichwort. Die Mitglieder des dort beheimateten Arbeitskreises Marxismus rufen dort jedoch ganz unverblümt zur Revolution auf und geben eine Anleitung, wie das am besten zu machen wäre. Das Gleiche gilt für den Verein Linkswende, der offen zu Gewalt- und Störaktionen gegen die demokratisch legitimierte FPÖ und ihre Funktionäre aufhetzt. Der FPÖ-Wehtun oder Kampf um Wien nieder mit der FPÖ sind einige verwendete Positionen und Parolen. Im Ammerlinghaus sind daher Grünpolitiker gern gesehene Gäste, die sich mit diesem ewiggestrigen Gedankengut des Marxismus identifizieren. Im Jahre 2009 war Karl Oellinger bei der Sozialistischen Linkspartei zu Gast und sprach zum Thema, wie Graf, Mölzer und Strache loswerden. Strategisches für den Kampf gegen rechts. Auch Stadtrat Ellenson geht im Ammerlinghaus ein und aus und sprach bei den Sozialismustagen 2010 zum Thema die Linke und die Grünen. Ein weiteres offenbar interessantes Thema wurde dabei auch abgehandelt: Ficken im Kapitalismus, die Sexualmoral und die Linke. Das von der SPÖ mit 250.000 Euro pro Jahr geförderte Ammerlinghaus ist auch die Heimstätte der Basisgruppe Tierrechte, einer Gruppe militanter Tierschützer, die nach § 278a österreichisches Strafgesetzbuch, das ist die Bildung einer kriminellen Organisation, angeklagt sind. Auch hier bestehen enge Verbindungen mit den Grünen, diesmal mit der Grünen Alternativen Jugend. Diese hat für die Extremisten ein eigenes Spendenkonto eingerichtet. Aber auch auf anderen Gebieten, die sicherlich nicht im Interesse des Steuerzahlers liegen, sind Vereine im Ammerlinghaus aktiv. Da gibt es den Verein Libertine Sadomasochismus Initiative Wien. Sie ist eine Anlaufstelle und Plattform für die Auseinandersetzung mit Sadomasochismus als Teil einer vielfältigen erotischen Kultur. Ich zitiere: In diesem Sinne wollen wir den offenen, verantwortungsvollen und ehrlichen Umgang mit Sadomaso, Erotik und der eigenen Sexualität fördern. Dazu gibt es geförderte Seminare wie Bondage für Anfänger. Oder Cutting, Spiele mit scharfer Klinge. Dazu sind auch Voraussetzungen genannt. Wer Angst vor Blut hat, sollte diesen Workshop keinesfalls besuchen. Aber genau deswegen wird auch ein Erste-Hilfe-Seminar für Techniken angeboten, die bei Sessions im häuslichen Alltag von Interesse sind. Es geht um den Umgang mit Ohnmacht, Blutungen, Schnittverletzungen, Stichverletzungen und Verbrennungen. Ein Seminar heißt Genitalbondage – wertvolles Verschnüren. Über die Kunst, das männliche Genital ästhetisch und lustbringend und verletzungsfrei zu verschnüren. Hängebondage – verschnürt abheben. Über die Kunst,
Menschen lustvoll in Seilen abheben zu lassen. Statik, Technik, Anatomie, Sicherheit und Praxis. Ganz interessant für Frauenrechtler. Schlagfertig Flag, Women Only. Einführung in die Schlagtechniken mit Rohrstock, Reitgerte und Peitsche sowie eine Übersicht über alle nur erdenklichen Schlaggeräte. Über Wissenswertes, wie zum Beispiel Sicherheit und Materialien, wird gemütlich bei Kaffee und Kuchen diskutiert. Das mag vielleicht dem einen oder anderen gefallen, aber wollen wir das wirklich fördern? Wir als Freiheitliche lehnen so etwas ganz entschieden ab, anders als die SPÖ und die Grünen. Aber vielleicht wären solche Seminare geeignet als Vorbereitung für eine rot-grüne Koalition in Wien. Das alles ist nicht nur kurios, sondern schlichtweg pervers. Es ist nämlich wirklich unverschämt, Steuergelder für so etwas einzusetzen. Millionen für gewalttätige Extremisten und grenzwertige Perverslinge, anstatt für die wahren Bedürfnisse der Wiener und Wienerinnen einzutreten. Hier kann man gut sehen, wie nahe Grün und Rot einander stehen und was uns bei einer rot-grünen Koalition in Wien erwarten würde. Und was sagt die SPÖ zu diesem Verein und zu der Förderung? Ich zitiere: Dieser Verein ist eine sehr, sehr wichtige Institution für unsere Stadt und wir werden diesen weiterhin fördern.